Hallo liebe Jungfrau und herzlich willkommen zu deiner Monatslegung für den November. Alle, die mich nicht kennen, ich wünsche euch viel Spaß und möchte euch dazu sagen, ich biete persönliche Legungen. Das könnt ihr bei mir in Anspruch nehmen. Ja, das ist dann so eine große Legung zu egal welchem Thema. Was ich noch anbiete, wenn du was hast, aber ich nehme auch ein Beispiel in der Legung, wenn es eins gibt, spreche ich das nochmal an. Wenn es dir schlecht geht in irgendeinem Bereich oder du irgendwas gerne mal los hättest, ja, so ein altes Muster, wo du direkt spürst, ich will das nicht mehr, oder tatsächlich körperliche Schmerzen, kannst du dich melden für ein Coaching. Schau gerne auf Instagram und lese dir das mal so ein bisschen durch, was die Leute da schreiben. Okay, ich lege jetzt direkt los. Liebes Universum, gib mir das Kollektiv Jungfrau. Bitte heute drei Karten, die dem Kollektiv, das mich findet, am meisten dienen. Durch das, was sie dadurch erfahren. Schauen wir mal, um was es bei euch geht. Ich hoffe natürlich, cooler Monat. Wir hatten schon coole Legungen jetzt diesen Monat. Euch springen eher so die problembehafteten Karten raus, sagen wir es jetzt mal so bis jetzt. Ich habe leider so ganz kleine Karten, ja. Unsere Katze hat alle anderen verzogen, ich muss jetzt mit denen legen, ihr werdet nichts sehen, aber ihr braucht mich auch nur hören, glaube ich. Okay, was haben wir denn da als Hauptthema? Du möchtest über etwas sprechen. Weißt vielleicht aber noch gar nicht so genau, dass du darüber sprechen möchtest, liebe Jungfrau. Da geht es um ein Ende. So, wir klären das Ganze jetzt gleich mal. Also gefühlt ist das hier für mich die Liebe bei euch. Schau bitte, ob du mit der Legung resonierst. Ist natürlich wichtig. Bitte keine Kommentare. Die Legung, die war jetzt blöd, weil bei mir ist alles anders. Was soll ich da sagen? Ich lache dann da immer nur noch. Ich bin ja deswegen kein böser Mensch. Nur dann ist das Verständnis noch nicht da, dass du es halt fühlen musst, ob es deine Legung ist. Ja, übersetzt und fühl mal bitte rein, ob das deine Legung ist. Dann weißt du auch, um was es wahrscheinlich bei dir geht. Es kann natürlich jetzt für jede Jungfrau etwas anderes sein. Es geht aber im Großen und Ganzen darum, jetzt sehe ich das Ganze noch ein bisschen klarer, dass ihr etwas... Ich sehe hier schon das Ende, also im November ist hier auf jeden Fall definitiv ein Ende schon da oder es kommt noch. Und das, weil du einfach hier keine Wurzeln mehr schlagen kannst oder die Wurzeln bis runter abgebrannt sind. Hier war mal Stabilität, Gesundheit, alles Mögliche vorhanden, es ist aber nicht mehr da, deswegen liegt hier das Ende. Das ist so ganz klar. Was unbewusst noch bei dir ist, ist, dir ist vielleicht noch gar nicht so klar, wie undurchsichtig das Ganze für dich noch ist. Du hast ja so eine Nebelwand im Kopf zu dem ganzen Ende. Vielleicht wurdest du auch einfach beendet, sagen wir es jetzt mal so. Und in der Kommunikation findest du auch keine Stabilität. Es kann auch sein, dass hier ein Erbe auf dich zugekommen ist, jetzt hier im November, liebe Jungfrau. Das ist auch eine Deutungsmöglichkeit, die ich mit erwähnen muss. Das heißt, dieser Mensch ist weggebrochen, du hast etwas geerbt. In der Kommunikation und mit dem Erbe weißt du noch überhaupt nicht, was du machen sollst. Ja, das kann hier zusätzlich auch der Fall sein. Weiß ich aber nicht, ob das dann das Hauptthema wäre. Vom Gefühl her glaube ich, dass es die Liebe bei euch ist. Es ist so, dass du in der Kommunikation dich zurückziehst, auch, das ist dir auch eher unbewusst, weil du weißt, du kannst ja auch in der Kommunikation nichts mehr erreichen. Also, du kommst hier auch nicht mehr ins Erblühen in der Kommunikation. Du wirst vielleicht nicht mehr gegriffen, wenn du sprichst. Also du wirst nicht mehr gesehen, wenn du sprichst. Es kommt dir gefühlt von dir irgendwie nichts mehr an und du hast auch ein großes Fragezeichen in deinem Kopf. So, das ist jetzt deine Legung, wenn du das alles fühlst und das dir bekannt vorkommt. Drei Karten bitte, wenn das das Thema ist. Was ist hier der Rat? Was ist hier der Rat für meine Jungfrau in dieser Situation? Ist jetzt direkt, würde ich sagen, kein Coaching-Thema für mich, weil hier einfach ein Ende da ist
unklar, diese große Unklarheit ist das Einzige, aber bis jetzt ist das was, was ihr alleine, glaube ich, schaffen könnt. Oh. Sag ich echt ungern, habe ich selten so deutlich auf dem Tisch, aber der Herzmensch hat jemand anderen. Euer Herzmensch hat jemand anderen. Und wartet mal, dazu brauche ich noch eine Klärung. Und ihr könnt deswegen nicht neu starten. Ihr kommt nicht ins Starten. Ihr könnt eure Gefühle. Der Tipp ist, zu fühlen, dass der Herzmensch jemand anderen hat. Das ist der Tipp. Und nicht in die Vergangenheit zu reisen, sondern zu sagen, okay, es ist ja schon passiert. Oder vielleicht passiert es jetzt auch noch die nächste Zeit. Es ist passiert, es ist klar, man kann einen neuen Ist-Zustand manchmal nicht sofort annehmen. Das ist so, wenn ich jetzt morgen Millionärin werden würde, ja, drückt mir die Daumen, dann dauert es erstmal, bis ich das überhaupt verinnerlicht habe. Und das ist euer Prozess und das dürft ihr im November machen, das raten die Karten, euch immer wieder zu sagen, dieser Mensch hat jetzt jemand anderen. Ob ihr das versteht oder nicht, das immer wieder zu fühlen, wird euch helfen, diesen Nebel zu durchbrechen. Und der Tipp ist tatsächlich nicht, in die alten Gefühle reinzureisen. Das macht ihr nämlich hier, sehe ich, unbewusst die ganze Zeit. Das bringt euch natürlich auch keine Klarheit. Die Klarheit kommt durch den Rat der Karten, wie es die Karten jetzt sagen. Die Klarheit kommt in dem, dass ihr fühlt, dass es ist, wie es ist. Leider, sowas sage ich nicht gerne. Aber das haben wir hier auf dem Tisch liegen. Also fühlt euch da mal von mir einmal ganz feste gedrückt und lasst euch mal sagen, dass ein Ende, das auch sehr, sehr schmerzt, das euch den Boden unter den Füßen wegreißt, weil wenn ich jetzt so rüber sehe in das Ganze, dann reißt euch wirklich den Boden unter den Füßen weg und vielleicht leidet ihr auch körperlich darunter. Dass es so Enden sind, wo man sich denkt, warum? Warum ich? Warum? Ich halte das nicht aus, ich schaffe das nicht. Ich kann da wirklich leider aus eigener Erfahrung sprechen, vielleicht könnt ihr mich dann besser greifen. Von mir hat sich ein Ex-Partner das Leben genommen, den ich sehr, sehr geliebt habe. Wir waren in der Zeit nicht mehr zusammen, aber ja, du musst einfach mit diesem Schmerz leben, es anerkennen und das Wichtige für euch ist, zu verstehen, sogar in dieser Situation, deswegen kann ich euch vielleicht jetzt ein bisschen Mut machen, zu verstehen, dass das für euren Lebensweg, dass es erstens auf den gehört und dass es für euch zweitens eigentlich immer nur was Positives ist, weil alles, was euch im Leben widerfährt, klar gibt es so Schleifen, die man irgendwann nicht mehr hätte haben müssen, weil man seine eigenen Muster immer fährt, ja, dass man einfach nicht in eine höhere Schwingung, einfach nicht zu einem besseren Partner kommt, weil man selber sich seine Themen nicht anschaut. Das gibt's, aber das fühle ich bei euch jetzt nicht, sondern ihr wurdet jetzt verlassen. Nicht unbedingt aus euren Themen, habe ich im Gefühl. Und deshalb ist es für euch so schwer, das anzuerkennen, dass es beendet ist oder dass das Ende halt jetzt vielleicht bald kommt. Und ich möchte euch nur Mut machen, so ein Ende, wo man auch denkt, boah, das war jetzt falsch, das wäre mir ein ganzes Leben wäre besser, wäre das Ende nicht da. Nein, sage ich euch tatsächlich sogar aus der Suizidperspektive von mir, weil alles, wie es bei dir im Leben kommt, wenn du dich schon mal angeschaut hast und ein bewusster Mensch bist, ist dann dein nächster Schritt, um für dich in eine höhere Erfüllung zu kommen, weil das eh nicht länger in dein Leben gehört hätte. Vielleicht macht euch das so ein bisschen Mut. Klar dürft ihr trauern und so, aber da kommt was anderes. Da kommt was anderes, was dann wieder den nächsten Step zu euch gehört. Oder ihr sollt jetzt mal nochmal mega in die Reflexion gehen. Kann auch sein, bei mir ist es so, die krassesten Sachen sind passiert. Ich dachte, okay, hier Ende, ich werde nie glücklicher und bla bla bla. Und ich steige aber von meinem Level immer höher, immer höher, immer höher. Und ich stehe immer glücklicher auf. Klar, gibt es hier diese Phasen, aber. Und bei mir war es auch so, ich wollte dann auch gar nicht mehr leben, also muss ich ehrlich dazu sagen. Aber jetzt sitze ich wieder hier und ich sage, hey, mir geht's besser als damals, als ich in der Beziehung war. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jetzt irgendwie bin ich gerade voll im Herzen bei euch. Ich möchte noch wissen, was unverhofft zu euch kommt.
diesen Monat im November. Okay, die springen von alleine raus, dann nehmen wir die halt so. Okay, was kommt hier unverhofft zu euch? Ich bin halt voll Feuer und Flamme. Komm. Schön, schön. Also, es kommt hier sogar im November schon jemand potenziell Neues. Ich, vielleicht einfach nur, um euch abzulenken, um euch gut zu tun, bla bla bla. Keine Ahnung, hier liegt das Herz. Hier kommt jemand, der sich vielleicht in euch verliebt, der euch anziehen findet. Da ist aber ein Lernaspekt drin, den ihr noch nicht erkennt, weil, sehe ich hier drüben gleich, ihr könnt oder wollt euch dafür nicht öffnen. Das ist nicht schlimm, das... So, aber verpasst ihr halt ansonsten, weil vom Gefühl kriegt ihr das auch nicht mehr zurück. Klar kann ich jetzt privat sagen, hey, große Legung machen, dann sehe ich schon, ob der Mensch, das sehe ich halt jetzt hier in so einer kleinen Legung nicht, muss ich ehrlich sagen, ob der Mensch noch an dich denkt und ob es vielleicht noch mal eine Zukunft gibt oder so. Das sehe ich hier nicht, aber gefühlt, so wie es sich gerade anfühlt, in dieser kleinen Kollektivlegung solltet ihr euch darauf auf jeden Fall einlassen, um... durch einen anderen Menschen tatsächlich ein gutes Gefühl zu bekommen. Ihr dürft das bekommen, ihr seid ja nicht schlecht. Deswegen stellt ihr euch so ein bisschen auch in Frage. Ist für euch aber eine Problematik, weil ihr da nicht reingehen wollt, sehe ich, und auch nicht kommunizieren wollt. Aber es wird hier nicht rausspringen, wenn es nicht sein sollte, dass ich euch jetzt sage, solltet ihr, nehmt das mal an, springt da mal rein. Also cool, hätte ich jetzt nicht gedacht. Freut mich total für euch eigentlich. Und wenn es nur eine gute Ablenkung ist, klar, kommuniziert halt offen, ja? Dass den Menschen halt nicht in der Schwebe. Eine Orakelkarte für euch für den November, bitte. Für meine Jungfrau. Ja. Salbung, Ölung. Es sind nicht die krassesten Orakelkarten. Ja, ich habe so viele, ich probiere immer mal wieder neu. Ich kenne die hier auch noch nicht. Inmitten deiner Wunden erkenne ich deine Göttlichkeit, deine Selbstheilungskraft und die fließende Liebe zwischen uns und allem, was ist. Ich fühle mich geachtet und geehrt. Du musst dir hier leider tatsächlich deine Wunden selber heilen wahrscheinlich, aber es kommt hier jemand und würde dir anbieten, dir dabei zu helfen. Versuch's anzunehmen. Und wenn du es nicht annehmen kannst, dann schau mal, was ist mein Widerstand. Da kannst du gerne mit mir in ein Coaching gehen, ja? Okay, ihr Lieben, was ich noch sagen will, bitte hört mir kurz zu, wenn ihr mich kennt. Ich bin 2 Monate wahrscheinlich jetzt weg. Ich mache eine Ausbildung. Ja, ich habe eine kleine Tochter. Ich werde das nicht schaffen, euch die Legung zu machen. Ich bin nach 2 Monaten aber wieder da. Bitte deabonniert mich nicht. Ich wäre sehr traurig. Und wenn du mich neu gefunden hast, kannst du mich ja trotzdem abonnieren. Ich bin in 3 Monaten, vielleicht ja in 2 Monaten eigentlich wieder da. Okay, und dann habe ich wahrscheinlich auch viel neuen Input für euch und fließt ja auch immer mit euch, zu euch mein neues Wissen. Ja. Also ich habe euch lieb, ihr ganz besonders Jungfrauen, bleibt stark, wenn das so ist und ja, nehmt das an, was jemand anderes euch schenken möchte, weil es wird hier aus Liebe geschenkt. Okay, ciao! Thank you.